Hallo und herzlich willkommen zum Dark Souls 3 Item Enemy und Boss Randomizer. In der letzten Folge haben wir einen ganz wichtigen Weg in das Endgame geöffnet. Doch jetzt wollte ich nochmal schauen, wo unsere liebe Irina abgeblieben ist. Ich glaube, sie wurde hierher entführt von ihrem Bewacher, wie heißt er? Egon, glaube ich. I made myself very clear. My allegiance remained only as long as you assured the girl's safety. This night of Kareem does not need betrayal. Ow. And a broken woman deserves a dignity. Ich glaube, das tat weh, mein Lieber. This bastard. Was hast du da für mich? Eine schwindende Seele und die große Seele eines unbekannten Reisenden. Und hier ist Irina. Hey, lebst du noch? Who is that? Ich bin's. Is someone there? Ja, ich Anyone? Bin's. Hallo, siehst du mich nicht? Oh, sweet champion. Where have you been? Oh, das ist eine lange Geschichte. Please, wir waren... Also, hier. Okay. The little creatures, how they nip and bite. Dann berühren wir dich mal. Was hat er mit dir gemacht? Okay, das war der dunkle Pfad von Irina. Habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe auch noch nie eine dunkle Zauberei von ihr gekauft. Und auch diesmal habe ich das nicht absichtlich gemacht. Aber man sieht ja nicht, welches dieser Items jetzt dunkle Zaubereien sind und welches die guten Zaubereien sind. Aber jetzt haben wir sie ja wieder da. Jetzt gucken wir mal, dass wir ihr nochmal ein weiteres Büchlein geben. So, meine Liebe, da bist du wieder. Ich werde dir einen heiligen Pyromanten. Und was haben wir jetzt hier? Eine Titanitscholle gibt es hier noch. Okay. Jörg, Speer, Hartstahlring. Okay, also wenn ich nochmal eine Titanitscholle brauche, dann bin ich hier richtig. Und wir machen uns jetzt auf in diese komischen Gärten des Königs, oder wie das heißt. Und dafür müssen wir zur Tänzerin des Nordwindtals. Schon mal zur Vorwarnung, es wird jetzt laut, weil Midir wird uns da einfach keine Ruhe lassen. Und ich hoffe, dass dieses Spiel das überlebt. Kein Crash, bitte. Bitte kein Crash. Eine Cutscene. Diesmal eine Cutscene ohne Bock. Einfach fantastisches Level-Design. Solche Ideen muss man erstmal kommen. So. Na, verschwindet er jetzt, wenn wir hier weitergehen? Das war jetzt sehr schlau. Okay. Damit ist schon mal ein bisschen Leben wieder weg. Wir biegen ab. Und zack, da ist er wieder weg. Okay. Auf in die Gärten des verzerrten Phönix, oder wie das heißt. Hi. Du bist eklig.
Aber meine Waffe ist voll upgegradet. Hier springen wir mal ein bisschen früher runter. Garten des verzerrten Königs. Und hier haben wir normalerweise eine Ästescherbe, glaube ich. Diesmal ist es Funkeltitanit. Dann ganz fies, da ist ein New Game Plus Item, was gar nicht so einfach zu bekommen ist. Titanitbrocken, sehr schön. Den nehme ich doch. Ah, siehst du? So geht das nämlich schief. Nein. Und das ist tatsächlich toxic. Und ich hätte dieses Item mal gleich nehmen können. Ich schau mal eben ganz kurz, was wir denn so an Giftresistenz haben. Gift. Magie, Feuer, Feuer, Feuer. Aber gar keinen richtigen. Okay, ich nehme trotzdem einmal hier Giftblutung, bla bla bla. So. Und dann werden wir jetzt mal hier schauen. 74 sah schon mal gut aus. Da. Haben wir noch irgendwas Besseres? Ne. Und das ganze Spielchen hier auch nochmal. 20, 22, 22, 25. Und hier das ganze Spiel auch nochmal 40, okay. Hier 43. Okay, aber Havels Gamaschen sind natürlich... Ja, wobei es geht noch, ne? Ah ne, ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt gewundert. Was hatten wir denn hier noch? 40. Ja. So fühle ich mich schon ein bisschen wohler. Jetzt fahren wir nochmal ganz nach unten. Holen uns dieses eine Item. Und es geht trotzdem wahnsinnig schnell. Ach, das gefällt mir gar nicht. Und wer weiß, was da für ein New Game Plus Item ist. Das könnte ja irgendwas richtig, richtig Tolles sein. Und wahrscheinlich ist es einmal wieder Crap. Oh, es ist ein Titanitbrocken. Na, hallo. Und wie kommen wir jetzt hier unfallfrei raus? Gar nicht. Okay. Wie gehen wir jetzt am geschicktesten vor? Indem wir am besten nicht nach unten gehen, weil da sind fiese Gegner. Nee, nee, nee. Ohne mich, ohne mich, ohne mich. Kommt alle her. Ich bleib hier schön im Trockenen. Junge, Junge, habt ihr Leben jetzt. Ah. Au. Die Gegnermarkierungen machen richtig Spaß. Und wieder raus aus dem Gift. So, und hier haben wir normalerweise jede Menge Brocken. Jetzt haben wir eine rostige Goldmünze. Seele der Zwillingsprinzen. Yes, das ist doch ein guter Fund. So. Fliege. Fliege, komm her. Und Fliege, geh weg. Spinne. Spinne, komm her. Und hör auf, diese Rumturnereien hier zu machen. Warum? Das hast du doch vorher nicht gemacht. Nein, nein, nein. Ach, super. Toxik.
Toxic und ein Ringritter, aber da muss ich gar nicht hin, oder? Ist da ein Item? Ich glaube nicht. Hier war noch eins. Die Dämonenfaust. Auch eine coole Waffe. So, und jetzt. Oh, die Augen der Feuerhüterin. Ein Titanitbrocken. Eine Großsense schon. Ach, komm, lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe, ich will das Item. So, hat sich nicht gelohnt. Natürlich nicht. So, komm, geh weg. Du killst mich jetzt hier nicht. So, ich glaube, alle wichtigen Items haben wir. Nee. Eins habe ich vergessen. Und das ist jetzt wahrscheinlich irgendwas ganz Wichtiges. Da hinten in der Ecke. Eine Fürstenseele oder so. Hi. Das Schwert der Bekenntnis. Das ist doch das Schwert, was ich zum Heiraten brauchte, oder? Oder ist es noch irgendein anderes Item? Aber ich glaube, dann brauche ich das nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Items, Items, Items. Ein Fahrstuhl. Schnell bei den Shortcut aufmachen, bevor uns das Gift hier total zerfrisst. Der nächste Raum ist im Original auch ziemlich mies, weil hier ganz viele von diesen kleinen, ich weiß gar nicht, was das ist, diese komischen Hardcore-Zwerge. Item, eine Blitzurne, ein Köter. Oh, Leute. Nee, 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 nee. Euch brauche ich alle nicht. Sonnenlose Rüstung. Iframes. Leute, Leute, Leute. Euch braucht das. Hör auf, hör auf, hör auf. So. Und Wahnsinn. Dieses Gift Toxic ist wirklich. Der Horror schlechthin. Okay. Falsche Richtung. Da will ich nicht hin. Ich habe das Gefühl, es ist gerade ein wenig lauter. Und vorbei. So, jetzt wollen wir uns erstmal wieder ordentlich anziehen. Weil das gefällt mir mal wieder nicht. So, hier nehmen wir jetzt mal irgendwas. Hier Drachen. Hinkerstulpen, okay. Wer könnte jetzt als Boss gleich kommen? Weil das Schöne an diesem Beat ist ja. Man ist ziemlich schnell beim Boss. Tschüss! Ihr könnt mich alle mal. Oh, 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 oh. Ja, ja. Du kannst dich teleportieren, mein Lieber. Das ist nicht fair. Und hier springen wir mal ein bisschen früher raus. Über die Dächer. Ein Item. Nochmal Funkeltitanit. Nehmen wir. Und tschüss. So, eine blöde Krabbe. Haben wir da ein Item? Nee, ne? Die Krabbe ignorieren wir mal. Sie ignoriert uns aber nicht. Na gut. Aber
Dich ignorieren wir auch. Und ich glaube, die Krabbe kommt hier nicht mehr rein. Die Krabbe kommt hier doch rein. Wer wartet da auf uns? Hallihallo. Die Drachentöterrüstung. Hi. Ich glaube, mein Schwert ist ein bisschen zu klein für dich. Hallo? Das kennen wir doch schon, das Spielchen. Das wäre dann doch ein bisschen zu leicht. Ein bisschen Herausforderung wollen wir ja auch haben. Und weiter geht's mit Dark Souls 3. Die Drachentöterrüstung, welch Überraschung! Und diesmal ist sie auch aktiv. Au, au, au. Hab dich schon lange nicht mehr gespielt. Ah. Das Gute ist ja, dass hier jetzt keine Fleischbällchen fliegen. Na komm. Na komm. Au. Du wartest nur auf die Fleischbällchen. Die kommen nicht. Mein Schwert ist zu kurz. Mein Schwert ist einfach zu kurz. Safety Heal. komm. Das lasse ich mir jetzt nicht noch nehmen. Oder doch? Nein. Drachentöterrüstung First Try und ich habe mich nicht besonders gut angestellt. Normalerweise kann man hier auch ziemlich ohne Schaden durchgehen. Aber wir sind hier nicht bei einem No-Hit-Run. Das wäre auch irgendwas, was mich gar nicht so reizen würde, weil ich einfach nicht... Ich gehe halt auch einfach mal gern drauf auf Schaden. Da bin ich zu ungeduldig. So. Das reicht doch auf jeden Fall mal wieder für ein Level. Auf zum Feuerbandschrein. Und tatsächlich habe ich so still und heimlich noch eine zweite Waffe hochgelevelt. Ich glaube, da können wir jetzt auch noch mal ein Level draufpacken. So, und zwar... Wo ist es? Hier, die verstärkte scharfe Keule. Die könnte nämlich später bei einem Boss noch ganz interessant werden. Und jetzt gebe ich dir noch die Augen der Feuerhüterin, weil ich die Musik mag. Oh, schön. Und ein bisschen Leben. Kann gerade nicht schaden. Oh, und wir haben noch eine Seele gefunden. Hier ist er. Was hast du für uns? Oh, zwei Titanitschollen, Feuerball und der silberne Schlangenring. Ach komm, den nehme ich mal mit, ne? Weil mehr Seelen geht immer. Nehmen wir doch statt dem Fleischbissring.
und ab in das nächste äußerst versteckte Gebiet, weil das war es noch nicht mit der Folge. Dafür war es vielleicht ein bisschen kurz. Ich muss sagen, uns fehlen noch ziemlich viele von den echt schweren Bossen, ne? Also das könnte nochmal echt hart werden im Endgame, weil die ja auch hochskalieren. Und da kann so ein vermeintlich leichter Boss dann auch schon mal echt eine Herausforderung werden. Wir haben allerdings auch noch den Tutorial-Boss gar nicht gehabt. Also der Ludex, der war auch noch nicht da. Guck mal, die sehen hier irgendwie nicht so ganz fertig gerendert aus. Ich will dich einmal parieren. Normalerweise sind doch... Ach, komm. Ihr seid doch die am einfachsten zu parierenden Gegner, eigentlich. Zumindest in Teil 1. Und hier machst du mich einfach tot. Geh weg. Okay. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich muss diese blöden Silberritter doch wohl parieren können. Das Pariertiming ist halt schon anders anscheinend als in Dark Souls 1. Aber bisher hat mir das eigentlich ganz gut gestanden. Na, sind wir etwa unaufmerksam? Nö. Trifft auch noch. Das war ein ganz großer Trick. So geht's nicht. Das wäre doch wohl gelacht. Komm her. Nein. Ich glaube, man kann die gar nicht parieren, habe ich das Gefühl. Boah, okay. Das war aber ein ganz komisches Zeitfenster. Die muss man ja wirklich quasi schon parieren, wenn die gerade erst ausholen. Na gut, das kann ich mir eh nicht merken. Hier haben wir eine weitere Truhe. Was haben wir da drin? Den Schlüssel des Ausbrechers. Ah, das hilft uns immer noch nicht weit. Das ist immer noch der Schlüssel, nicht der Schlüssel, den ich haben möchte. Aber es ist ein weiterer Schlüssel auf dem Weg zum nächsten Schlüssel vielleicht. Und was haben wir hier noch? Die Asche eines Drachenjägers. Oh, das ist eine gute Asche. Das ist eine gute Asche. Und hier haben wir das tolle, versteckte Tutorial-Gebiet. Diesmal ganz im Dunkeln. Und im Original liegen hier richtig, richtig fiese Sachen. Richtig, richtig fiese Gegner. Das kann eigentlich nur besser werden. Funkeltitanit. Wir wollen jetzt aber mal ganz schnell unsere Items austesten. Ich habe so das Gefühl, das könnte sich lohnen. Außerdem vergesse ich sonst wieder. Einmal schnell in den Kerker. Das geht auch ganz schnell. Das könnte nämlich ein ganz wichtiges und tolles Item sein, was da auf uns wartet. Ich habe das im Gefühl. Ja, lasst mich alle in Ruhe. Die Kamera. So. Und wo haben wir das Item? Hier. Was ist es? Der Pfad des Drachen. Yes! Ich wusste, es ist ein wichtiges Item. Ich wusste es. Hi. Aber, das machen wir noch nicht heute. Aber, es bedeutet, dass wir einfach eins der geilsten Gebiete
freigeschaltet haben. Ha. Und jetzt gucken wir nochmal, was uns diese wunderbare Asche noch Schönes beschert, weil auch das ist ja so eine Asche, die so richtig wichtige Items normalerweise bietet. Jetzt kann ich irgendwas Tolles bestimmt einkaufen. Also, das nehme ich mal mit. Beweis der Eintracht. Ja. 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 Nö, das war jetzt nicht so spannend. Aber das macht nichts. Wir haben ja schon ein Highlight. Ha. Und zu den unbehüteten Gräbern. Für mich die unbehüteten Gräber ein nicht mein Lieblingsgebiet, aber einer meiner Lieblingsbosse. Und da bin ich sehr gespannt, was hier auf uns wartet. Oh, die habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Den muss ich mal ganz schnell wegmachen. Aber ich komme hier zu gar nichts. Nein, 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 nein. Was bist du denn für einer? Du nervst. Okay, du bist inaktiv, das gefällt mir. Vielleicht hätte ich dich inaktiv machen lassen. Inaktiv bleiben lassen, okay. Aber es hat sich auch nicht gelohnt. Na gut. Das ist im Original nicht ganz so schwer, dieses Item zu bekommen. Aber hier wird's fies. Ja, ich sehe schon. Du bist ein Downgrade. Steht hier noch jemand? Ah, die Doggos gehören hier tatsächlich ganz gut hin. Armwickel. Frostbissring. Ist da ein Item? Nee, ne? Dann lasse ich euch mal. Was erwartet da jetzt auf uns? Also normalerweise sind es zwei von den Kristallechsen. Die sind eine Herausforderung, aber die sind machbar. Aber ich höre hier deutlich Schlimmeres. Oha. Und ein Blitzschlag haut mich hier komplett weg. Ich glaube, hier habe ich keine Chance, irgendwas zu reißen. Wie bekämpft man den ohne eine Balliste? Nein, bleib doch da. Ich dachte, ich kann nicht schön schießen. Oh, irgendwie... Hier will die Gegnermarkierung so gar nicht. Nein, 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 nein. Jetzt hör doch auf. Ich konnte den nicht aus der Markierung rausnehmen und die Kamera hat mich einfach von einer Seite zur anderen geschmissen. Sehr schade. Ja, ich weiß nicht so genau, wie wir das machen können. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Schaden ich jetzt gemacht habe bei diesem komischen Wurm. Aber wir versuchen das nochmal, ne? Wäre halt optimal, wenn man ihn jetzt nicht triggern würde, den Eisritter da.
Weil der ist die wahre Herausforderung. Oder ich muss ihn dann halt hier irgendwie herkriegen, aber hier ist zu wenig Platz, um zu reagieren. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht getriggert. Lauf, lauf, lauf. Friendly Fire, gibt's das? Au. Gibt auf jeden Fall. Ach. Das hatten wir ja schon mal hier. Ja, das war doch schon mal. Jetzt kann ich hier auch sterben und wäre trotzdem noch zufrieden. Ich will aber natürlich nicht sterben. Aber ich stelle mich doch noch ein bisschen blöd an. Ah, ihr seid auch echt mies. So. Yes, beide sogar zusammen geschafft. Ah, nicht schlecht. So. Hier müssen noch irgendwo... Sind hier keine Items? Ich dachte, hier wären Items. Warum mache ich das denn? Warum genau sind hier... Ich glaube, ich reg mich hier jedes Mal wieder auf. Weil man bekommt halt einfach nur die Belohnung, die man, ja, hier sonst bei. Und ich habe halt absolut nicht aufgepasst, was es hier überhaupt gab. Gab es überhaupt irgendwas? Und war da ein Schlüssel-Item bei? Archiv, Turmschlüssel, Vorrichtungsschlüssel, Ausbrecher, Wärter, dunkles Siegel. Hm. Na gut. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz rasten, weil ich habe doch ein bisschen Leben verloren. Ja, komm her. Und 44.000 Seelen sind... Ja, ist ein Level up. Ja, jetzt so im Endgame sterbe ich eh nicht mehr. Wer wartet jetzt als Boss auf uns? Tschüss. Die blödesten. Na. Nein, nein, nein. Okay, was habe ich beim letzten Mal gesagt? Lerne ich dazu? Nein, ich lerne natürlich nicht dazu. Und sie machen so richtig fies Schaden. Danke. So, wo lagen jetzt hier noch Items? Hier lagen nicht so wirklich viele, oder? Bleibt immer schön da. Oh, das Großschwert des Schwarzen Ritters. Das nehme ich natürlich. Dich nehme ich auf. Hi. Funkel, Titanit und gnädiges Licht. Dich nehmen wir auch mit. Oh, hältst du was aus? Und die Reichweite ist beschissen. So. Ah. Oh nein. Ah.
Die Gegnermarkierungen machen mich wahnsinnig in diesem Spiel. Das ist doch im Original nicht so schlimm. Ja, danke. Skelette, die parieren. Ist hier unten ein Item? Au. Lässt du mich durch? So. Wer wartet auf uns? Ach du Scheiße. Die Tänzerin des Nordwindtals. Und sie ist schon aktiviert. Problem. Darf ich da bitte durch? Okay. Oh. Toller Boss, schwerer Boss. Komm her. Fünf, sechs, sieben. Und aua. Und nochmal aua. Au. 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 Okay, das war jetzt nicht schön, aber effektiv. Es gab noch die gottlose Kohle dafür. Die gottlose Kohle. Puh. Hier lag irgendwo noch ein Item. Havelsring plus 3. Oh, das ist ein schöner Ring. So, die gottlose Kohle. Das ist doch durchwirken. Ah, okay. Sehr schön. Auf dem Weg in den Feueranschrein. Hier warten normalerweise die ganzen schwarzen Ritter auf uns. Mal gucken, was es jetzt ist. Du bist kein schwarzer Ritter. Und eine Ratte, die mich auch noch erwischt, okay. So, wo waren hier die Items? Und wer wartet hier auf mich? So, ich nehme das Schild mal wieder, weil parieren ohne Schild funktioniert nicht. Große Seelensedimente und kristallener Edelstein. Okay. So, dann gucken wir nochmal in die andere Ecke. No risk, no fun. Da wollte ich nicht lang. Hier wollte ich lang. Wer da noch auf uns wartet. Noch einer von den möchtegern schwarzen Rittern hier. Untotenjäger, Jägeramulett und Bleischattenhandschuhe. Und war hier noch irgendwas? Hallo, hallo, hallo. Nö. Nö, nö, nö. G-
gab es da oben noch ein Item. Da leuchtet noch was. Was haben wir hier? Einen dunklen Edelstein. Na gut. Dann gucken wir mal, was es in dem dunklen, einsamen Feuerbandschrein noch für uns gibt. So, war da hinterm Thron ein Item? Ja. Große Seele eines entmutigten Ritters und ein Beichtstein. Ja. Und was haben wir hier? Das ist normalerweise ein Key-Item. Diesmal ist der Giftbissring, den ich jetzt nicht mehr brauche. Zu dir kommen wir gleich. Was haben wir hier? Ein Stachelschild. Einmal nach unten. Ich glaube, hier war nichts, oder? Ah, na, ja? Nö. Aber auf der anderen Seite war noch eine Hidden Wall. Und was haben wir hier? Die Eisengamaschen. Joach. Ich hätte ja so gern noch diesen Schlüssel, um meinen Kumpel zu befreien. Der sitzt jetzt schon so lange im Knast. Aber vielleicht gibt's den ja hier zu kaufen. Hi, was hast du für mich? Ja. Was hast du für mich? Reparaturpulver, sehr schön. Ein Titanitbrocken, den nehme ich. Den Foliant von Izan. Nehme ich auch. Lichtschein, schwarze Feuerkugel, Brandpfeil und Ring der Opferung. Na gut, immerhin noch ein kleines Puzzleteil. So, wir gehen zurück in den Feuerbandschrein. Gucken nochmal. Oh, einiges an Seelen zusammen, ja. Wir gucken auf jeden Fall nochmal, was ich für die Pyromantien bekomme. Ah, yes. Oh. Ah, nee. Ja, danke, Carla. Zu dir wollte ich gar nicht. Die nimmst du. Okay. Ich dachte, das wären so böse Pyromantien. So, was hast du jetzt für mich? Abfall. Knochen von Loretta. Das hatten wir alles schon. Aber, Mann. Da ist auch nichts Neues dazu gekommen. Ach, wer weiß, wo dieser Schlüssel jetzt wieder irgendwo versteckt ist. Bei dir gucken wir auch nochmal. Wir haben wieder einen Boss getötet. Dann kommt immer ein Gegenstand dazu. Oder auch mehrere. Estus-Scherbe. Estus-Scherbe. Hast du auch noch einen Schlüssel für mich? Was ist das? Die Rückkehr, okay. Nö, nix mit Schlüsseln. So, und Seelencontainer. Hatten wir da noch irgendwas Neues bekommen? Zwillingsprinzen, hatten wir das schon geguckt? Ah, jetzt weiß ich das schon nicht mehr. Ich muss diese Dinger unbedingt poppen, wenn sie durch sind. So, Zwillingsprinzen. Komm her. Hi, hi, hi. Titanitschollen. Okay. Nö. Dann poppen wir die auch noch. Beziehungsweise wir verkaufen sie. Genauso wie die und die und fünfmal die und fünfmal die. Fünfmal die. Da ist ja doch ein bisschen was zusammengekommen hier. Die paar Levels holen wir uns noch. Was hast du mir noch zu sagen? Na? Shiras Rüstung.
Warum ist eigentlich hier die Kollegin nicht zurückgekommen? Welcome home, speak. Very well, then touch take not. Das reicht mir. Kondition und ein bisschen Stärke. Das hat sich doch mal gelohnt. So, das war's schon wieder mit dieser Episode. Wir haben so einen kleinen extra, optionalen Extra-Bereich erledigt und werden uns dann in der nächsten Folge mal wirklich ins Endgame wagen. Mal schauen, welche Bosse noch auf uns warten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Bye, bye.